Hallo, schwupps, da bin ich schon wieder. Und ja, die Fingernägel sind immer noch stumm aus echtem Versteckklima. Ich war gestern seit langer, 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 langer Zeit mal wieder selber beim Action. Sonst gebe ich meinem Mann ja immer so einen Laufzettel und sage, hier, komm, geh mal hin, fahr mal, hol mal. Aber gestern war irgendwie, der Männer guckt in sein Portemonnaie und sagt, guck mal, ich habe hier noch ein Fünffach für Payback tanken bei Aral. Ja, sein Tank war halb leer, mein Tank war halb leer. Ja, und wir gesagt, gut, okay, dann fahren wir eben schnell mal tanken, hauen beide Autos voll. Meiner sah so wie aus, also ich weiß ja auch nicht, im Moment ist, glaube ich, irgendwie Raps oder sowas, was fürchterlich streut. Denn durch die Trockenheit der letzten Tage, man, jetzt regnet es ja ein bisschen, aber also mein Auto sah aus, als ob es irgendwie 5 Jahre im Dreck gestanden hat, obwohl es im Carport steht. Also man konnte durch die Scheiben kaum noch was sehen. Und da war dann eben bei Payback auch noch so ein Zehnfach auf Autowäsche. Und da habe ich gesagt, gut, dann schieben wir ihn halt auch gleich nochmal durch die Waschstraße, dass er mal den ganzen Dreck runterkriegt. Also, weil wie gesagt, der Scheibenwischer kam gegen den Dreck auf der Windschutzscheibe überhaupt ging gar nicht ging an. Das war wirklich, es war so eine Schicht Dreck drauf, ne? Also Staub, Sand, Blüten, Pollen. Es ist, wie gesagt, es steht im Carport und er sieht aus, als ob er irgendwie auf dem Feld gestanden hat, 2 Jahre. Jetzt ist er wieder schick, vollgetankt. Ja, dann sind wir nach Hause gefahren und waren wir sowieso gerade und habe ich gesagt, gut, ich parke ihn kurz ein. Bin mal mein Mann ins Auto eingestiegen und dann sind wir noch kurz nach Rheinfeld gefahren zum Action. Weil mein Mann brauchte, also eigentlich brauche ich das, weil ich meinem Mann ja die Haare und den Bart und das alles immer schneide. Und er hatte vorher so ein Ding mit Akku und irgendwie. Selbst wenn man das Ding komplett auflädt, dann fängt man an, linke Seite hat er noch voll Watt und dann fängt er auf einmal an schlagartig. Ja gut, irgendwann gibt so ein Akku halt auch mal auf. Und habe ich gesagt, ich will jetzt was mit Strippe, wo dauerhaft Strom drauf ist. Und ja, ich kann euch jetzt nur den Karton zeigen, weil er hat das schon in seinen süßen kleinen Koffer getan von dem vorigen Gerät. Das ist so ein Metallköfferchen gewesen. Weil, ja. Wie gesagt, er geht nicht zum Friseur, das mache ich halt. Und er ist ja jetzt in dem Moment in so einer Metamorphose von Wikinger zu Weihnachtsmann. Sprich, seine roten Haare werden immer weißer, der Bart ist schon fast ganz weiß. Also, ich habe schon gesagt, Weihnachten vermiete ich ihn dann mal so an 3, 4 Familien. So für 50 € die Stunde oder so, keine Ahnung. Oben die roten Haare, da sind, das ist noch recht rot. Das sind nur die Seiten weiß und die rasiere ich ihm ja weg, weil ich ihm so einen Undercut gemacht habe. Und hinten ja die langen Haare, ja Gott, da müsste man halt noch so eine lockige weiße Perücke holen. Aber ansonsten könnte er schon als Weihnachtsmann durchgehen. Jedenfalls habe ich das bei Action gefunden. Remington ist ja eigentlich eine gute Marke. Und ja, ich, mit diesen Geräten kenne ich mich halt aus, damit schere ich ja auch unsere Tiere. Die haben natürlich einen von Moser, aber für seine Haare und sein Bart langt das hier. Ich weiß allerdings nicht, wie ich diese Kämme, auf wie die funktionieren, keine Ahnung. Ich glaube, ich werde das dann Tatsache nur mit dem hier machen. Kann man ja auch schon von klein auf kurz ein bisschen verstellen, irgendwie 2 mm oder sowas, keine Ahnung. Und ich weiß halt nicht, wie das mit den Klammern da funktioniert. Aber gut, da muss man halt klassisch mit dem Kamm und dann am Kamm lang scheren. Kriege ich schon irgendwie hin. Hat gekostet 14,95. Da ist ein Kamm bei, da ist ein Bürstchen für den Clipper bei, da ist ein Bürstchen, ein Kämmchen, naja, so ein, wie heißt das hier? Na, so ein Pinsel, um die Haare wegzubürsten. Ja, und dann 5 Aufsätze und ein Klingenschutz. Mal gucken, ich werde mal sagen, wie das funktioniert, wenn ich ihn das nächste Mal runtertrimme. Aber ich denke mal, das wird schon was. Dann haben wir uns wieder mit unseren Vitamin C eingedeckt. Magnesium haben wir uns geholt. Und, ah ja. Normalerweise holen wir uns diese Multi A bis Z 50 Plus. Wir nennen das auch gerne unsere Rentnervitamine. Ja, waren, ging der zur Neige, war wieder fällig. Ich meine, der Becher hält ja ewig. Diese Magnesium, das geht auch, da sind 90 drin. Hier sind aber nur 60 drin. Zwei Leute, ja, 30 Tage, ne? Und dann ist alle. Also die brauchen wir halt öfter mal. Ja,
Warum sind wir eigentlich hauptsächlich zu Action gefahren? Ja, zu Action sind wir hauptsächlich gefahren, weil wir unsere Naschi-Schublade mal wieder auffüllen mussten. Und ich sag ja, gibt nichts Leckeres als Sachen von Action, so wie Milka, Mars, Snickers. Das ist mega frisch. Das ist unglaublich. Mitgenommen haben wir auf jeden Fall die hier. Zwei oder dreimal, keine Ahnung. Das sind so Peanut Snaps. Und die schmecken wie, ja, Mr. Tom, kennt ihr das, diese Erdnussriegel. Die schmecken aber ein bisschen besser, weil die sind nicht ganz so karamellig, also nicht ganz so klebig süß. Die schmecken ein bisschen nussiger. Also ich persönlich mag die lieber. Das sind immer so Zweierpacks, also drei Zweierpacks. Ein Pack hat 40 Gramm, also ein Riegel 20 Gramm. Oh, ich mag die. Ich finde die lecker. Kosten 79 Cent, glaube ich. Tassenbon haben wir leider nicht mehr. Den hat mein Mann... Nee, stimmt gar nicht. Den hat er irgendwo weggepackt wegen der Garantie von dem Ding da. Dann habe ich mir nochmal die mitgenommen, weil die bei uns auf einmal da waren. Vorher waren sie ja nicht zu kriegen. Das ist einmal... Hatten sie auch noch in anderen Farben, aber ich fand jetzt die... Ich habe die ja schon, aber... Ich habe gedacht, die beiden Farben kann man nochmal mitnehmen. Brauche ich jetzt auch nicht zu zeigen. Kennt ihr bestimmt alle. Ich raschel die einmal schnell durch. Also, das sind diese Textured Patterns mit unterschiedlichen Prägungen. Ich habe aber bei YouTube noch keinen gesehen, der damit Karten gebastelt hat. Das finde ich voll witzig eigentlich. So, ja, dann sind halt... Ich fand die Farben halt ganz schön. Und die Prägung, ja, ist besser als so langweiliges, schlichtes Papier, oder? Habe ich jeweils einmal mitgenommen. Wo wir gerade bei Blöcken sind. Eigentlich wollte ich sie nicht. Ach, dann lagen die da so einsam in der Ecke. Einmal dieses Stay Groovy. Und einmal Pink is my favorite color. Habt ihr bestimmt auch schon tausendmal gesehen. Ich blätter die jetzt nur einmal schnell durch. Ne? Sternchen mit Glitzer, ohne Glitzer, Regenbogen. Boah, das irgendwie schräge aussieht, oder? Sind aber, ja, scheinen zwei gleiche Blätter zu sein. Hier ist einmal mit Golddruck und einmal ohne. Das sind auch wieder, ja, zwei identische. Hier ist einmal goldene Kreise. Hier ist, ne, sind Herzchen. Mit Glitzer drauf. Das scheint dann wieder... Ah, ne. Das, was hier Gold ist, ist hier Glitzergold. Das ist schlicht lila. Nochmal schlicht lila. Jo, so Tags. Auch einmal nur mit goldener Farbe und einmal mit... Seht ihr das so? Glitzer. Dann hier sowas. Ja, einmal mit Raster in Gold. Einmal mit Raster in Weiß. Dann irgendwelche, keine Ahnung, was das sind. Auf jeden Fall einmal mit Goldpünktchen wieder. Hier sind X'e, stellenweise mit Gold. Und hier sind die goldenen X'e dann glitzernd. Hier sind irgendwelche Tortenstücke. Das ist genau das gleiche, ohne Glitzer. Hier sind Herzchen. Und hier bei den Herzchen sind die Pünktchen dann mit Glitzer. Seht ihr das? Wie gesagt, die sind ja auch schon tausendmal gezeigt worden. Das sind... Zwei gleiche Blätter. Die sind sonst anders, ne? Sonst fängt das immer wieder von vorne an. Ich sehe auch gerade, oh, die sind sogar auf der Rückseite blanko. Das finde ich ja sogar gut. So, einmal mit Gold gemalt, einmal mit Gold geglittert. Und dann ist auch schon vorbei. Und der Stay Groovy. Ich hatte nur vorne drauf geguckt und habe gedacht, ach ja, komm. So, hatte mir die gar nicht weiter durchgeblättert. Ich fand das hier ganz niedlich, das ganz niedlich, das ganz niedlich. So, einmal so. Und dann ist hier, das ist aber kein, das ist so Rosé-Goldglitzer dann, ne? So, also alles hier in diesem Blümchen da, was so ein bisschen orangig aussieht, das ist dann mit Glitter. Oh Gott, das ist, ja. Und das finde ich auch schön. Das ist zweimal lachende Blümchen. Hier lachten die Blümchen auch und das Lachen ist beglittert. Das sieht so ein bisschen aus wie irgendwelche Smileys, die durch Schleim gezogen wurden. Also irgendwelche, ja,
Irgendwie sehen die komisch aus, oder? Also nicht so rund, sondern so. Ja, und dann hier mit Geglitzer. Irgendwelche Abstraktmotive. Hier ist bei den Abstraktmotiven dann auch wieder Glitzer. Das ist auch schön. Und sogar das mit dem Glitzer finde ich schön, weil es dezent ist. Das ist auch wieder so augenkrebsfördernd. Und dann ist das Augenkrebs mit Glitzer. Schon wieder so eine... Sollen die so verlaufen aussehen? Scheinbar ist das so gewollt. Gibt es halt auch zweimal. Denn hier irgendwelche... Ah, das heißt Good Vibes, okay. Nochmal das Gleiche. Schon wieder, das sieht irgendwie aus wie... Ich weiß nicht. Kleine Monster. Komisch. Das finde ich total hübsch. Das mag ich. Und das ist dann nochmal ein bisschen mit Glitzer. Mag ich auch. Hier nochmal die Blumen mit einem kleineren Gesicht. Und dann mit Glitterpünktchen dazwischen. Was steht da? Oh. Ich kann es nicht lesen. Ich brauche meine Brille. Muss ich mal kurz drehen. Also seitlich kann ich es dann eh lesen. Positiv. Oh. Ich kann es nicht lesen. Irgendwas mit positiv. Also wenn ich jetzt euch vorlesen würde, was ich da jetzt... Irgendwas mit The Bullshit, die sieht aus. Also, das kann es aber garantiert nicht sein. Ich habe keine Ahnung, was da steht. Ja, hier sind noch so Tags. Mit irgendwelchen Sprüchen. Ja, da steht Positive Vibes Only, aber das stand hier nicht. Da steht... Ach, ich kann es nicht. Nö. Nee. Ich komme jetzt auch an meine Brille nicht ran. Das ist geil. Das wird echt immer schlimmer mit den Augen. Keine Ahnung, was da steht. Interessiert mich auch nicht. Steht irgendwas? So, was da? Wie gesagt, die sind einmal dann, ja, ein Schlicht und einmal mit teilweise Glitter. Also das hat keins. Das hat ein bisschen. Das hat auch gar nichts. Das hat auch nicht. Aber die finde ich zum Beispiel schön. Und da noch irgendwie einen Stempel reinzusetzen, die finde ich gar nicht schlecht. Ja, die beiden habe ich mir dann nochmal mitgenommen, weil ich die einfach... Ja, sie lagen da. Das waren nur noch die beiden. Und dann war da noch irgendwas mit Pflanzen. So etwas Blaues mit Blümchen und so. Aber das ist ja eher so, nein, ist nicht meins. Und da habe ich gedacht, ach komm, bevor ihr da weiter alleine rumliegt. Und dann habe ich mich gefreut, dass die auf einmal bei uns diese Vellum-Blöcke hatten. Da habe ich mir zweimal davon und zweimal davon mitgenommen. Weil sich mein Mann losgejagt hatte, als es die gab, hat er ja nur einen gekriegt. Irgendwie so mit grün, mit Blättern. Und jetzt habe ich die schön hier. 1, 2, 3 mal immer so, dann 1, 2, 3 schlichte. Oh, das ist ja auch süß. Ich mache das mal so, dass ihr das gerade seht, ne? Kleine Walis. Auch dreimal. Ich hatte mir das gar nicht angeguckt. Ich hatte nur gesehen, das sind Blautöne, das sind freundliche Töne. So, dreimal das. Dreimal so. Dreimal so eine Streifen. 1, 2, 3 mal so ein schönes, helles Grün. Oh, das sind so Unterwasserkorallen, ne? Auch schön. Auch dreimal. Dann dreimal so orange-braun. Das ist hier auch irgendwie so wasserpflanzenmäßig. Auch voll hübsch. Und dreimal so ein blau. Habe ich mir zweimal mitgenommen. Nach dem Motto, ne, haben ist besser als brauchen. Wer weiß, wann ich das nächste Mal wieder welche kriege. Ja, und dann habe ich mir von dem hier auch zweimal mitgenommen. Das sind so nur Striche. Dann ist hier so rot. Dann ist hier so ein ganz softes Grün mit Karos. Passend dazu noch so schlichtes, auch dreimal. Das hat mich jetzt spontan an Weihnachten erinnert, ne? Aber gut, Geschenke sind ja nicht immer nur Weihnachten.
Kann ja auch Geburtstag sein. Aber ich würde es tatsächlich für Weihnachten benutzen. Denn drei so eine... Ja, was ist das? Peach? Das ist auch schön. Guck mal, für einen Geburtstag oder so finde ich das total schön. Dann so Senfgelb. Drei Stück. Auch hier auch schön. Dreimal. Dann noch drei schlichte. Die schlichten finde ich eigentlich am schönsten. Und die hier, die finde ich auch total schön. Und dann sind noch mal drei in so einem auch orange-braun, würde ich sagen. Und da freue ich mich. Habe ich jeweils zweimal mitgenommen. Finde ich total toll. Dann lagen da auch noch zwei so eine Pakete von diesem ja, Fancy Paper, Kilo Papier, wie man auch das immer nennen mag. Und ich hatte mal geguckt und gesehen, oh, das sind diesmal ordentlich helle Farben hier. Das ist auch schon kaputt, aber egal. Und das war ja hier auch alles helle Farben. Jetzt ist natürlich interessant zu wissen, was für eine Papierstärken da drin sind. Wenn das nur dieses Flatterpapier ist, ja, wäre doof. Aber kann man auch gebrauchen, wenn man es nur als Schmierpapier braucht, ne? So. Das sortiere ich nachher sowieso in meine Mappen ein. Also das sind... Das ist richtig stabiles Papier. Schade, dass das hier schon offen war. Ein kleinen Knick, aber gut, den ganzen Bereich kann man ja noch benutzen. Also, ja. Es sind halt Fehlpapiere, ne? Das darf man dabei nicht vergessen. Oh, was ist das denn? Das ist so... Ja, es hat so ein bisschen Struktur. Und, oh, die Seite ist ja noch schöner. Entweder ist das hier so ganz bisschen nur, könnt ihr das sehen? Oder eben ein bisschen doller. Hier, das ist so richtig so glatt. Und das ist hier so ein bisschen ribbelig. Könnt ihr das sehen? Das ist total schön. Davon habe ich 1, 2, 3, 4 Blatt. Schön. Oh. Was ist das? Das ist so... Ja, könnt ihr das sehen? Schwer zu sehen. Es hat so Linnenstruktur, so. Und ist auch gut stabil. Da sind auch 4 Blatt von. Dann hier nochmal 4 von dem, was eben in Orange war, das Glatte. Aber so auch so mit... Das ist schon fast holographisch, das Muster. Und auch eine gute Stabilität. Oh, das sind ja diesmal richtig schöne Pakete. Oh, das ist hier ein ganzer Schwung jetzt. Das sind, keine Ahnung, 10 Blätter. Oh, das ist so, kennt ihr dieses Elefantenhaut, dieses Papier? Das ist Tatsache genauso. Und das hat auch wirklich eine gute Struktur. Also ich schätze mal so 200er, 180er Grammatur. Ja, 11 oder 12 Blatt sind das. In so einem eigentlich schönen Orange. Schön als Kartenbasis auf jeden Fall. Auf der Seite ist das ein bisschen schlichter und hier ist das ein bisschen intensiver. So, ja gut, hier ist ein bisschen schmuddelig. Aber da kann man ja was drüber machen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, oh Gott, das ist auch so viel, 13, 14, 15, 16, 17 Mal. Das ist weiß. Ja, außer da ist es halt schmutzig. Und das hat so eine Struktur. Seht ihr das? So könnt ihr das sehen, ne? Ja. Das ist richtig, das sind diesmal richtig, ist ein ganz tolles Paket. Da freue ich mich ja richtig wie Bolle. Ja gut, jetzt kommen wir natürlich zu den klassischen, ich sage mal Löschpapier. Was da immer zwischen ist, aber
auch das ist nicht so fisselig dünn. Das ist auch ein bisschen. Und das hat so ein, auch so eine, ja, Struktur. Ist aber dünner als die anderen. Aber ist halt nicht schlicht, sondern, könnt ihr das sehen? Hat halt so eine, ich weiß nicht, wie man das nennt. Und dann kommen hier nochmal wieder, ja, das, oh, das sind so dünnes Papier, also ich würde mal sagen, ein bisschen dicker als Kopierpapier, so 90, 100, keine Ahnung. Aber das ist so perlmuttig, seht ihr das? Da ist auch ein ganzer Schwung von bei. Also, Schatz, das sind richtig tolle Papiere diesmal. Sonst ist ja immer so ein Schrott. Aber vor mir gerade einen Arsch ab. Nennt sich aber Maserung. Du Schlauscheißer. Das Maserung ist im Holz. Auch auf dem Papier. Nee, das ist eine Prägung. So. Du Maserung, geh im Wald Holz hacken. Ich bin eine Prägung. Ich bin eine ganz seltene Münze. Pass gut auf mich auf, sonst hast du ein Problem. Maserung. Dass das keine von meinen Bastlern hören. Dein Papier hat eine Maserung. Das ist Prägung. Auf jeden Fall ist das ein ganz schöner... Und wie gesagt, es ist zwar dünnes Papier, aber so als Aufleger oder so, total schön. So, und dann ist hier noch... Ja, jetzt kommen wir zur Rubrik Löschpapier, glaube ich. Wobei, nee, das ist auch noch so permuttig. Da sind aber nur vier Bögen von bei, in dem hübschen Blau. Und was ist hier noch? Oh, das Grüne ist auch dünn, aber es fühlt sich ein bisschen an wie Serviette. Wisst ihr, wie, was ich meine? So, es ist halt auch viermal, es ist sehr dünn, also hat auch so einen leichten, welligen Touch. Das sieht ein bisschen aus wie Alligator oder so. Könnt ihr das sehen? So Kroko-Prägung. Keine Ahnung. Auf jeden Fall auch sehr schön. Dann ist hier noch... Ja, das ist jetzt ganz dünnes, schlichtes, rosanes. Da ist auch nichts Besonderes. Das würde ich mal sagen, das ist echt Kopierpapier, halt in rosa. Aber jetzt nicht meckern auf hohem Niveau. Der ganze Stapel hier ist richtig klasse. Und was haben wir hier noch? Ja, guck mal, das ist doch Kopierpapier. Also weiß. Und das ist aber auch schon wieder so mit... Ja. So wie Billigservietten, wisst ihr? So, die sich so ein bisschen kratzig so anfühlen. Aber hübsch. Also das war das erste Paket. Ich bin hin und weg. Also... Richtig schöne, stabile Kartons dabei. Mit schönen Mustern und. Das war das erste. Mal gucken, ob das zweite auch so schön ist. Das waren, wie gesagt, die beiden letzten Pakete. Das eine war halt auch schon so angerissen. Und da habe ich gedacht, so, ach ne, komm, jetzt nimmst du die mit. Aber beim letzten Mal, als ich mir das Kilopapier geholt habe, war ich so ein bisschen enttäuscht. Da war so ein, wirklich so ein Packen, so ganz dünnes, blaues, holziges Papier, wirklich Löschpapier. Und das fand ich dann doof. So, ja, Kopierpapier, obwohl, nee, das ist irgendwie eine, werdet ihr nicht sehen können, aber da ist so eine Schriftprägung drauf. Ich glaube nicht, dass ihr das erkennen könnt, ne? Weil ich Blindpieke erkenne das auch nur... Rein zufällig, also ist auch nur auf der einen Seite. Aber das ist irgendwie so wie Wasserzeichen, so irgendwelche Schriftzüge. Da sind fünf Blätter von... Oh, hier. Ist zwar dünn, aber total schön, oder? Da sind 1, 2, 3, 4, 5 von... Also als Aufleger total schön. Und wie gesagt, da ist das Dünne gar nicht schlimm. Macht das die Karte nicht so dick. Ja, das ist auch dünn, aber auch mit so einer Art Muster. Könnt ihr wahrscheinlich nicht sehen, ne? Egal, wie ich das halte. Das sieht auch sehr interessant aus. Das ist so... Ja.
zweifarbiges Papier. Auch wie gesagt, dünn. Das ist ein Ticki dicker als Kopierpapier. Die anderen waren so Kopierpapierstärke. Aber nee, das hat keine Prägung, das hat halt so ein Muster. So, dann sind da zwei ganz dünne, also ich glaube, da ist Kopierpapier noch dicker, in so einem kräftigeren Ton. Und dann sind noch 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. Das ist hier so eine, ach seht ihr das, das sind unterschiedliche lila Töne. Das ist helles und dunkleres, also es ist nur nicht richtig sortiert. Das ist immer helles und dunkles. Es ist halt ganz, ganz dünn, aber hübsch. Gefällt. So, das ist hier auch wieder dünnes, aber so mit so einer Prägung. Oh, da ist eine ganze Menge von. Geht immer noch weiter, weiter. Oh, das halbe Paket ist dieses dünne Weiße mit der, ja, der ganze Packen hier ist dieses weiße, leichte Prägung, sehr dünn, aber als Aufleger wird die Karte wenigstens nicht so dick und schwer, ne? So, das ist hier, ja, etwas stärker, ich schätze mal so 100er Grammatur. Also für eine Karte nicht geeignet, aber für Aufleger auf jeden Fall. Das ist so ein Gelbton. Auch so ein Packen. Alles das Gleiche. Und das hat so eine, ja, Leinenstruktur, ne? Oder wie heißt das? Beidseitig. Ja. Oh, hier ist wieder so ein zweifarbiges. Das ist wirklich auch dicker, das würde schon als Karte gehen. Ja, sind auch ein paar von drin. Ja, hier so, ich schätze mal so 10 Bögen. In so einem Aprikot-Braunton. Entschuldigung, ich glaube, ich habe eine Papierallergie. Das ist hier auch stabiler. Auch so zweifarbig, also ganz, ganz leicht grau und dann auch wieder dieses Leinstrukturmäßige. Was ist das? Oh, das ist ganz fester, schlichter Weißer. Ja, geht als Cardstock auf jeden Fall. Dann hier wieder, hatten wir nicht sowas eben schon mal? Doch, das ist doch das Gleiche hier, ne? Ja, das gehört doch damit zu. Sehr schön. Oder bin ich blind? Nö, das ist das Gleiche. Das packe ich da schon gleich mit zu. Das wird dann sehr schön wegsortiert. So, hier ganz stabile. Ich schätze mal 200er, keine Ahnung. Auch so mit einer Struktur. Könnt ihr ja sehen. Ne? Seht ihr doch, ja. Und dann hier nochmal, ja, so eine Mischung aus Struktur und, seht ihr das? Das ist, total schön. Und hier ist es halt auch ganz glatt. Hier ist es so ein bisschen rubbelig. Und hier ist das auch mit so einem Muster, aber so glatt und glänzig. Oh, schön. Und dann haben wir hier das nochmal in so einem Purple-Rosé-Ton irgendwie. Also hier ist das ein bisschen gribbelig. Und hier ist das glatt und, oh, ich bin richtig begeistert. Also so tolle Kilopapiere. Boah. Hatte ich, glaube ich, noch nie. Jetzt verstehe ich auch, warum die Leute immer sagen, das Kilopapier ist richtig toll. Weil das, was ich bis jetzt geholt habe, ja, gut, es waren stellenweise wirklich schöne Blätter dabei. Aber hauptsächlich war das immer dieses graue oder blaue Löschpapier. Und das waren dann immer fast schon
die Hälfte von dem Papier war dann halt das, dass ich jetzt wirklich mal so einen Stapel, wo ich sage, alles ist toll. Ich kann alles gebrauchen. Glück gehabt, würde ich mal sagen. Da hat doch der Bastelgott gestern zu mir gesagt, nimm sie mit, du wirst dich freuen. Und er hatte recht. Ja, im Angebot waren dann hier wieder diese Feuchttücher. Die gibt es ja in allen möglichen Farben, waren, glaube ich, alle im Angebot. Ich wische damit immer ab und zu über den Tisch, Hände sauber machen und. Braucht man einfach, ne? Nichts Besonderes, musste mit. Dann ist das irgendwie im Wagen gelandet. Ich fand das irgendwie witzig. Das ist so eine Maske in so einem Stift. Da braucht man sich nicht vollschmieren, also nicht mit der Hände und so. Man reibt einfach mit dem Ding im Gesicht rum und gut ist. Und soll die Haut zarter machen. Soften the skin. Okay. Naja. Ich habe sowieso eine Haut wie ein Babypo. Brauche ich eigentlich nicht. Ist einfach mal mitgekommen. So, das ist mal Peanuts, die hatte ich schon gezeigt. Wie gesagt, eigentlich waren wir da, um unsere Süßigkeiten-Schublade aufzufüllen. Das ist mitgekommen. Diese Roasted und Salted Corns. Das sind so Maisdinger. Die sind geröstet und gesalzen. Und die schmecken irgendwie voll witzig. Ich hatte die neulich in so einer Nussmix-Tüte mit drin. Und jetzt hatten sie die auch separat. Habe ich gesagt, komm, nehme ich mal mit. Weil ich fand die vom Geschmack her voll lustig. Dann habe ich mitgenommen mehrfach diese. Ja, das ist hier ein blaues. Das ist dann für meinen Mann. Das ist hier ein gelbes. Das sind so Zitronella-Armbänder. Die sollen 5 bis 7 Tage riechen, wenn man sie dann aus der Packung nimmt. Ich hoffe ja, dass wenn man sie dann abends im Garten trägt und dann wieder einpackt und Tüte zumacht, dass sich das dann verlängern lässt sozusagen. Dass man sagt, so 2 Tage Wochenende, nochmal 2 Tage Wochenende. Und dass man 3 Wochenenden sozusagen mit diesem Ding vor Mücken sicher ist. Aber davon habe ich 3 für mich und 1 für ihn. Er wird sowieso nicht gestochen. Die pieken ja immer nur mich. Warum auch immer. Dann habe ich. Ganz ehrlich, ich habe Pinsel. Aber die sind schön, oder? Das ist wirklich so. Ja, so ein optisches Ding. Nicht, weil man es braucht, sondern einfach, weil sie hübsch sind. Also. Ich habe jetzt hier wieder nichts. Nichts zum Aufschneiden. Ach, ihr habt die bestimmt auch schon gesehen. Da sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pinsel drin. In Stärke, ja, wenn man das jetzt lesen könnte. 0, 4, 6, 10, 12 und 8. Der 8er ist so ein breiter. Und das sind so normale Pinsel. Und die sind weiß oben und haben eine rosa Pinselspitze. Und einen rosa Stiel. Und sind so lang. Total hübsch. Gab's auch in Blau. Aber ich wollte sie jetzt in Rosa. So, wenn schon Mädchen, dann richtig, ne? So, noch was für unsere Süßigkeiten-Schublade. Die Nussinis. Dann gab's die Schamalos. Bin ich einmal draußen? Da ist eine Erkältung. Ich weiß schon, warum ich nicht rausgehe. Dann gab's den Haribo Megamix. So mit Cola-Fläschchen und. Und da muss man echt aufpassen. Hier waren relativ viel von den Mäusen drin. Ich fand die Mäuse ja total lecker. Im anderen Paket waren fast nur Frösche drin. Da muss man schon ein bisschen wühlen. Ah ja, und die Rubio kam auch noch mal mit. Ja. Ja, das war halt für die Süßigkeiten-Schublade. Ah ja, und hier noch einmal so ein. Das war das. Ah ja, was hier gar nicht bei ist, ein Paket Mars und ein Paket Snickers kam auch noch mit. Weil ich schwöre auf die Süßigkeiten von Action, wirklich, da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Dann habe ich mir nochmal so ein Mini-Malbuch, weil ich das mit den Zwergen wieder nicht gefunden habe. Dann habe ich mir das hier mitgenommen. Fand ich. Hat so ein bisschen Kawaii. Aber die sind nicht so kompliziert anzumalen. Ich bin ja nicht so kein Coloring Artist oder sowas. Ich pinsel's an und ich dachte, dafür sind die
ganz gut geeignet. Waren so ganz niedlich. Es sind halt irgendwelche Kakteen, Sonne, Wolke, Bananen, Obst, Eis, Torten und Bonsche. Fand ich ganz niedlich. Das ist diese Serie. Da gibt's. Und da gab's einen von, ich glaube, es war aber eine andere Serie. Da gab's was mit Zwergen, mit Gnomen. Und. Ja, die hab ich nicht. Ich hätte so gerne gehabt. Was ich dann auch nochmal mitgenommen habe, sind die, weil ich die total schön fand. Waren auch die letzten beiden. Ansonsten hatten sie da nur so eine riesen Klebesteine. Aber da frage ich mich auch, wo will man das raufbappen? Das ist ja schon ein Euro-Porto mehr, wenn man da zwei Strasssteine von raufklebt. Und die sind jetzt hier so rosa und ja, irisierend. Waren zweimal da, habe ich zweimal mitgenommen. Sowieso wieder wie so ein Geier da durch die Regale gehechtet. Dann gab es diese Holzblumen. Einmal im Blaubraun, ganz helles Blau, so Peach, Holzfarben, ja, weiß und hier auch weiß. Das ist die gleiche Farbe wie das und das ist, nee, das ist eine andere Farbe. Die habe ich mir geholt. Ich habe ja diese Stanze mit den, na, 4x4 Löchern da, diese Basic Shapes. Und da passen die Blümchen nämlich genau rein. Da habe ich die dafür gedacht. Dann habe ich mir mal so ein paar Kulleraugen geholt. Einmal hier so die klassischen in drei Größen. Ganz klein, normal und ziemlich groß. Und dann gab es die auch noch mit Wimpern. Könnt ihr das sehen? Also verschiedene Pupillenfarben und dann haben sie Wimpern. Da in mittelgroß. Und da dann halt in ziemlich groß. Da kann man das mit den Wimpern, glaube ich, ganz gut erkennen. Und das sind halt so Goggle-Eyes. Ich fand die süß. Wofür ich die jetzt brauche, weiß ich noch nicht. Aber doch. Irgendeine doofe Karte wird einem doch schon mit einfallen. Und dann hat mein Mann was gefunden. Da habe ich Tatsache bisher auch noch kein Video drüber gesehen. Habt ihr das schon mal gesehen? Layered Flower Stencil Set. Da ist so ein Dopf bei, drei Farben. Und das sind drei Schablonen. Gucken, ob ich das jetzt hier aufkriege, ohne alles gleich kaputt zu machen, weil ich wollte das dann gerne so zusammenlassen. So. Oh, guck mal, sogar mit der Gebrauchsanleitung oder was. Achso, das ist A1, A2. Okay. Das ist A1, A2. Na gut, hier sind ein paar, da muss man noch die Dinger rausmachen hier. Aber das ist ja bei den Stenzeln oft so. Hier ist auch noch irgendwas drin, was da wohl nicht reingehört. Muss dann auch noch raus. Oh, dann nehme ich mir nachher. Oh, hat man einmal. Oh, das ist hier aber ganz schlecht, ne? Aber, ach doch, löst sich. Muss man halt nur mal ein bisschen gegenpixeln. Dann geht das. Soll wohl so ein Schmetterling sein, ne? Jo. Ach, da war ja nun gar nichts rausgetrennt. So, das sind hier so Blätter. Da machst du erst das hier. Und dann gehst du da, legst du das drüber und gehst nochmal mit dem Grünen drüber. Dadurch wird es ja dann dunkler. Und dann hast du das so wie hier zu sehen ist. Das finde ich ja toll. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was das gekostet hat. Schatz! Ach, der ist im Keller, Wäsche aufhängen. Der Gute. Keine Ahnung. Ich habe es auch überhaupt nicht gesehen gehabt. Ein Mann hatte das irgendwo rausgeknippelt und sagt, dann hast du das schon gesehen. Ich so, was ist das denn? Sagt er, ja, ist nur das eine da, das lag hier, mangelte Blöcke. Ich so, na, was du mal alles findest. Aber der hat damals auch irgendwas, was ich haben wollte, denn in der Werkzeugabteilung gefunden. Ich glaube, das waren diese Fingerdappers. Die waren, irgendwo hat jemand das dann in der Werkzeugabteilung hingeschmissen. Er geht ja immer durch alle Regale gucken und dann findet er sowas halt, ne? So, das ist raus. Ach, guck mal, und dann hast du hier nochmal so eine große Hintergrundgeschichte.
Das ist ja toll. Also da habe ich auch noch kein Video von gesehen gehabt bei irgendeinem Action Hall. Ich weiß nicht, ist das neu oder ist das ein Asbach-uraltes Ding, was er da irgendwo gefunden hat, was eigentlich schon seit Jahren nicht mehr verkauft wird? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Also für mich ist das jetzt absolut neu. Wie gesagt, das ist einmal so ein Hintergrund. Ja, das ist da der Hintergrund. Ja, hier seht ihr das, wie das dann aussehen kann. Man macht erstmal den Hintergrund und dann layert man die Schmetterlinge darauf, layert man die Blumen, das Blatt. Ja, und offensichtlich geht das alles mit diesen drei Farben. Das muss ich echt mal ausprobieren. Ich finde es erstmal so cool. Weil, wenn man sich vorstellt, was sonst diese Layered-Stencil-Sets so kosten, und das hat garantiert nicht annähernd so viel gekostet. Ja. Dann haben wir Blume 1, 2, dann hier noch mehr, da noch Schattierung. Dann hat man hier die Schmetterlinge. Einmal den von der Hälfte hier. Na gut, da muss ich gleich mal... Ah ne, geht auch so. So, jetzt habe ich alle nicht rausgebrochenen Teile komplett rausgekriegt. Wie gesagt, das ist alles einmal die Blume. Dann hat man hier noch Blüten. Ah ne, das sind unterschiedliche Blumen. Das ist das, dann ist, kommt das da drüber. Dann gibt es hier noch Akzente, so Blütenpollen und. Das gehört dann zu der. Das ist ein Schmetterling. Und das ist dann der andere Schmetterling. Erst den Hintergrund und dann das Muster. Und das sind dann die... Wobei, ich glaube, bei der Stanze... Da... Da muss man, glaube ich, mit so einem Sprühkleber arbeiten, oder? Das ist ja... Ja, keine Verbindung. Wenn ich dann mir vorstelle, ich rubbel da rum, dann hebe ich ja alles hoch. Entweder muss man das ganz vorsichtig machen, was ja nicht meins ist. Oder mit so einem Haftkleber. Muss ich mal gucken. Ich bin da mal, ich hatte sowas noch. Auf jeden Fall erstmal schon mal eine schöne Sache. Gefällt. Da ist dann nochmal so eine kleine Erklärung. Ja, 4a, 4b. Dann weiß man immer, was übereinander gehört. Wie gesagt, ich habe es noch nie gesehen. Für mich war das jetzt absolut neu. Keine Ahnung, ob es das mal früher gab und das irgendwie noch so ein Restposten war, der da jetzt rumflattert. Ach, wenn man das dann immer nicht wieder eingepackt kriegt, das ärgert mich ja schon wieder. Gut, da müsst ihr mir nicht mal zugucken, wie ich mich hier rumärgere. Das war mein kleiner eskalierter Action Haul. Ich freue mich immer noch über das Kilopapier. Großartig. Ich wünsche euch noch was. Bis dann. Tschüss.